Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir sehen heute Morgen, wir haben ein Gap, eine Kurslücke von Freitag. Wir nähern uns der 16.200er Marke, Big Number auf der rechten Seite. Die wird auch dann direkt aktiviert, falls der Kurs da reinlaufen sollte. Bleiben auf diesem Chart, blicken einmal in die Vergangenheit, nämlich auf den Freitag. Ja, kleiner Verfallstag, hier waren etwas größere Boxen dort, keine, die wir auf Minute hätten traden können. Die links, die Vola-Boxen, ja, da gab es den einen oder anderen Trade hier. Aber wie gesagt, Freitag haben wir uns zurückgehalten. Und jetzt schauen wir mal auf die Vola-Box, wo sie im Forecast reinkommen sollte. 16.194, das heißt, wir sind genau da, wo wir jetzt aktuell sind, kommt die Vola-Box auch rein. Das heißt, wir würden da nicht mit erhöhtem Risiko zur Markteröffnung traden als Hedge-Auflösungstrade. Und starten direkt mit dem Wetterbericht und gehen in, heute starten wir mit den Kryptos mal, fangen von unten an. Bitcoin 57.600, Long auf den Daily, 4 Stunden sind wir jetzt, ist der Markt Short, Stunde Short, 30 sind wir wieder Long, 15 Short, 5 Minuten Long, also auch hier sehen wir das Gap, einmal vom Freitag und wurde direkt geschlossen heute Nacht, ja, wir sehen es hier und 59,50, das Tief heute Nacht war bei 56,8. Also da ist sofort das Gap geschlossen. Ganz, ganz selten, dass freitags, beziehungsweise dass hier überhaupt so ein Gap stattfindet. Blicken wir mal auf die nächste Bereich Ethereum. 4200, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long. 15 Short und 5 Long, also da dreht der Markt jetzt leicht wieder in den Krypto-Bereichen. Scrollen wir hoch. Der nächste für uns Markt ist der Dow Jones. Daily sind wir noch Long. 4 Stunden sind wir Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long. Und 5 auch Long, also hier auch leichte Wolken. Ja, UK 100 haben wir nicht, S&P 500, den wollen wir treten. Also gucken zumindest Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Hier ist ganz klar Long, Long, Long. Daily Nasdaq All-Time High, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Short. Also hier hat sich das Blatt gewendet. Gold, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und der letzte ist the good old German DAX. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long. 5 Minuten auch Long. Das also die Großwetterlage. MTX. Blicken wir einmal auf unsere andere Strategie. Hier waren also Freitag auch jeweils nur grau. Waren also keine frischen Signale, die da waren. Gucken einmal nochmal auf Einstellung hier. So.
Dann bereiten wir uns vor, 8:33 Uhr, haben 27 Minuten noch bis Frankfurt eröffnet. Die vorbörsliche Trading Range aktuell liegt ganz gut, 29 Punkte, das passt. Big Number haben wir jetzt platziert. Volabox kommt circa bei dem Niveau auch rein, mit in der Nähe auch des Daily Pivots. Also bleibt, wir sind bei 16.185 aktuell. Short im ersten Trade, 21 Sekunden. Vier Sekunden, 3, 2 und 9 Uhr. So, wir sehen direkt hier eine Volabox beim Daily Pivot mit kleinem Risiko. Und wir haben eine Blue Box. Die 20 ist, gucken wir mal, ob wir den Trade machen. Links sind wir in der Volabox im ersten Long. Im zweiten gehen wir auf angepasst. Das Ziel für den angepassten Trade ist dann die nächste Volabox hier unten. Und rechts sind wir Big Number gleich im ersten Trade raus. Noch läuft der Trade. Trade ist nach Hause gelaufen und wir sind jetzt im Volabox Trade immer noch im Markt. Der Markt schaukelt sich hier auf. Also wir hören uns morgen und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.